hier müssen wir aus diesen komischen, widerlichen Zug hier heraus auslaufen. Wir gelaufen erst durch diese Ortschaft durch, die ich gerade gezeigt habe. Erstmal durch die Innenstadt durch. Um dort vielleicht irgendwas zum Fressen zu kaufen. Leute, ich möchte euch alle berichten, dass wir zum nächsten Dönerladen hinlaufen, um dort Döner zu probieren. Und guck mal hier. Hier vorne sind Schweine. Mit noch mehr Schweinen und so weiter. Hier vorne ist ein Vergewaltiger mit Schweinen dran. Das gehört sich so nicht. Aber genau, deswegen laufen wir gerade daran vorbei. Das hier, das ist ein Dönerladen und wir werden jetzt Döner kaufen gehen. Wir haben Döner gekauft. Wir sind jetzt gerade in dieser Haltestelle hier angekommen und wir gelaufen jetzt nach Richtung da lang. Prüfen, was da hinten ist. Leute, guckt euch mal diesen idiotischen Weg hier vorne an. Das ist ein richtig widerlicher Weg. Dieser Weg, der wird uns die ganze Zeit so richtig nerven. Guck mal da. Hier vorne ist ein verlassener Haus und hier vorne ist ein Weg. Und ich bin so bekloppt im Kopf. Ich möchte genau hier den Tarp für uns beide ausspannen, damit wir hier drunter pennen können. Weil ich habe gerade Bock drauf. So, guck mal hier. Wir laufen jetzt durch diesen nassen Rasen hier, was meine ganzen Schuhe nass macht. Und was hier in diesen komischen Schuhlöchern. Ich muss unbedingt neue Laufschuhe holen. Ich bin irgendwie nicht zugekommen. Aber genau, das tropft dann hier die ganze Zeit immer in Socken rein. Und das nervt und so weiter. Und guck mal hier. Hier vorne, da ist ein Lost Place. Und wir werden den jetzt erkunden. Und genau, hier ist Eingang. Und hier laufen wir jetzt rein. So, hier vorne sieht das so aus. Hier ist eine Bierflasche. Und hier sind noch mehr Bierflaschen. Und hier ist eine umgeschubste Badewanne. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ist halt so. Hier sind auch irgendwie zerstörte Möbelstücke und sowas. Hier ist ein kaputter Stuhl, ein naturfarbener kaputter Stuhl. Hier sind Sofas und Sessel und sowas. Genau, in diesem Raum da drüben waren wir gerade, da drüben. Und das hier, das ist ein Ofen oder wie das heißt. Hier ist doch ein Raum. Hier geht's nach draußen. Da drüben sind noch mehr Räumlichkeiten. Und guck mal hier. Hier vorne ist ein Keller. Das sind meine Lieblingsräume für Lost Places. Ich liebe Keller. Keller sind richtig geil. Aber hier liegt diese Scheiße hier im Weg rum. Das gefällt mir nicht. Genau, das hier, das ist Kellerraum. Hier liegt Schaumstoff. Hier ist so ein alter Ofen. Genau, hier ist noch so ein verrosteter Raum mit so ein richtiger Rost, verschimmelter, rostfarbener Boden. Genau. Hier ist Holz. Hier vorne ist Bank. Und ich glaube, das ist sowas wie eine, wie heißt das Ding nochmal? Ja, keine Ahnung, was für eine Anlage. Aber genau, hier geht's auch nach draußen. Mit so einer verschimmelten, verrosteten, dreckigen, widerlichen Tür hier vorne. Und genau, wir laufen jetzt aus dem Keller raus. Weil wir haben jetzt hier alles gesehen, was hier drin war. Und das riecht hier nach Schimmel, oder wie das heißt. Hier vorne ist Raum. Und da vorne ist ein urinfarbener Sack. Und das hier, was ist diese verdreckte Treppe hier vorne? Die sieht richtig widerlich und vermorscht aus.
Und so, dass die jederzeit wegbrechen könnte oder so, oder wie das heißt. Und genau das hier, das sind Stühle und sowas. Mit regelfarbene Farbe drauf. Und das hier, das ist, ach, keine Ahnung, was das sein soll. Aber das hier, das ist ein Raum. Und das riecht so richtig vermodert und giftig und sowas. Guckt euch mal diese ganzen Spinnennetze hier vorne an. Die sind so richtig fett, als ob da so eine richtige Vollfettspinnen drin sind. Die einen so richtig in den Mund und in die Nase reinkrabbeln können. Und diese, in diese Ohren und sowas. Der kann einen so richtig belästigen. Ach, ich muss jetzt nichts weiter sagen. Aber egal. Hier vorne ist ein Bett, wo bestimmt schon ganz oft gebumst wurde. Und diese Decke ist ja eingebrochen. Diese Decke, die ist so penetrant, dass sie sogar auf dem Bett, wo bestimmt bumsende Leute drauf waren, eingebrochen ist. So sieht eine richtige Decke aus. Das ist eine richtig penetrante Decke. Die ist richtig geil. Die mag ich. Die ist richtig geil dominant. Und hier, keine Ahnung, was das sein soll. Hier ist eine Hose. Die Hose ist nicht vollgeschissen. Und hier ist eine dreckige Tür. Und das hier, das ist auch ein Raum. Ja, da ist auch viel runtergefallen. Dieses, was da von dort da kommt, das kann einen auf den Kopf fallen und die Gehirnzellen, ihr wisst schon Bescheid. Und guck mal hier. Das hier, das ist der wahrscheinlich, glaube ich, letzte Raum. Der letzte Raum, was hier ist. Wir pennen jetzt hier unterm Tarp. Und wir werden hier die ganze Zeit von Nacktschnecken und Spinnen belästigt. Guckt euch mal diese Spinne hier vorne an. Die muss unbedingt heute Nacht in unseren Mund reinklettern. Und genau deswegen pennen wir hier. Oder aus keinem anderen Grund. Und von daher würde ich sagen, jetzt kommen auch nur diese ganzen Scheißmücken. Die ist mir in die Fresse geflogen. genau. Und deswegen, genau aus diesem Grund pennen wir hier. Also würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. guck mal, wir sind wach. Das ist eine richtig geile Pen-Location. Weil guckt euch das mal an hier. Diese ganzen Bäume und sowas. Die sind richtig geil und das riecht hier auch so gut. Mit diesen ganzen Pflanzen und Bäumen und sowas. Das kann man auf jeden Fall richtig empfehlen. Also hier konnte man richtig geil durchschlafen. Guckt euch das mal an hier. Guckt mal hier, wie das hier runter tropft. Das hört sich richtig voll cool an. Und genau, das ist unsere Aussicht von unserer Pen-Location. Ich liebe so eine Pen-Location. Die sind richtig fantastisch. Die kann ich nur empfehlen. Guckt mal euch diesen Arschloch hier vorne an. Dieser Arschloch, das ist eine Zecke. Und der wird erstmal entfernt. Guck mal, ich habe diese komische Arschloch entfernt. Diese Arschlochzecke. Vollständig, weil da ist kein schwarzer Fleck mehr dran. Die muss man nicht drehen, weil sonst sonst köpft ihr ihn und der Kopf bleibt dann drin und der saugt dann immer weiter und sowas. Aber so sieht gut aus. Wenn der Kopf komplett draußen ist. Und diese Arschlochzecke, die sollt ihr nicht irgendwie wegschmeißen oder so, weil der gehört zur Natur und sowas. Deswegen müsst ihr die in der Natur freien lassen. Hopp. Und dann kann der weitere Menschen fressen und sowas. Wenn hier noch mehr Leute hier rumpinnen. Cool, oder? Leute, weil meine Gaskartusche leider leer ist und ich somit kein Koffein herstellen kann, muss ich leider auf Koffein verzichten. Guck mal, so sieht unser Schlafplatz von dieser Perspektive aus. Und der wird jetzt abgebaut. So, der Tarp und der Schlafplatz ist abgebaut. Die ganzen Sachen sind gepackt, die sind hier drin.
Und der ganze Müll und die ganzen leeren Bierdosen sind hier drin. Und jetzt gelaufen wir zur nächsten Haltestelle, um zum Bahnhof zu fahren, um von dort aus mit dem Zug nach Hause zu fahren. Das machen wir jetzt. Bah, guckt euch mal diesen komischen Waldweg an. Wir müssen hier runter laufen und dann geht das direkt wieder hoch. Und so sind wir gestern Abend hierher gelaufen. Mit diesen Wagen. Mit diesen verschmierten Wagen. Wir sind gerade dabei, aus diesem Wald rauszulaufen. Und das ist ein richtiger Voll-Cool-Wald. Der riecht so schön. Das war ein wunderschöner Pennplatz gewesen. Hier ist jetzt ein Auto im Weg. Ich muss diesen fettigen Dings da drüber schieben. Junge, richtig widerlicher Auto, der hier total im Weg parkt. So, wir sind hier an dieser Bushaltestelle angekommen. Und irgendwann kommt dieser verschmierte Bus, der uns dann abholt. Wir werden jetzt eine halbe Stunde hier auf den Bus warten. Wir haben gerade hier gesessen und so ein bisschen Reste gefressen, was wir noch in unseren Rucksack drin hatten. Und guck mal, noch 5 Minuten, dann kommt der Scheißbus. Und dann steigen wir da ein. Yeah! So, wir sind hier angekommen. Keine Ahnung, wie heißt diese Ortschaft nochmal? Bad Uelhausen. Diese hier? Bad Uelhausen. Ja, irgendwie so. Und wir müssen jetzt die gesamte Stunde auf den Zug warten. Das ist richtig widerlich. Und deswegen habe ich mir jetzt ein Wartebier im Kiosk gekauft. Geprost. Guckt euch mal diesen versüfften Zug hier vorne an, der hier vorbeischlendert. Wir müssen hier einsteigen. Ich bin gerade in Wunstorf angekommen und ich habe mich gerade mit meinem Bruder verabschiedet. Weil das ist meine Umsteigehaltestelle, damit ich von hier aus nach Bremen fahren kann. Deswegen bin ich hier ausgestiegen. Dann bin ich komplett bis da ganz nach Hannover gefahren. Weil das hier ist kürzer. Guck mal hier, was ich gefunden habe. Hier vorne ist auch eine Arschlochzecke. Die wird jetzt mit der Pinzette rausgeholt. Ich hab die rausgebracht. Und jetzt wird sie hier entlassen, hier auf diesen Stein. Selber schuld, wenn die mit mir mitfährt. Aber genau, die Zecke ist komplett draußen. Der ist rausgemacht. Wir prüfen, ob ich noch viel mehr Zecken bei mir auf diesen Scheißkörper habe. Das sind richtige Arschlochzecken. Die nerven rum. Guck mal, das ist ein Biergeschäft. Und ich werde hier meine Pfanddosen verkaufen. Und ich glaube, ich werde noch ein Wartebier kaufen gehen. Weil es dauert noch voll lange, bis mein Zug kommt. Ich habe da noch voll viel Wartezeit. Guck mal, ich fahre gerade Fahrstuhl. Und ich frage mich, wer hier so eine kleine Fahrstühle baut, wo so wenig Platz ist. Weil guck mal, eben gerade waren da so alte Rentner gewesen und die wollten Fahrstuhl fahren, aber der Fahrrad ist da nicht reingepasst. So dass die den Fahrrad ganz nervig diese ganze Treppe hier runterschieben, tragen mussten mit ihrer letzten Kraft. Und das ist scheiße. Und guck mal, mein Zug, der fährt in einer halben Stunde, das heißt, ich werde jetzt erstmal ein Wartebier trinken. Geprost. Guckt euch das mal an. Das hier, das ist ein ganz langer Güterzug. Der belästigt mich. Der stört mich beim Bier trinken. Ich möchte Ruhe haben. Das soll weitergehen hier. Das sind richtig widerliche Geräusche. Das muss davonlaufen. Der Zug muss weg. Der nervt mich hier die ganze Zeit. Der Zug muss weg. So, der andere Zug ist gerade weggefahren. Und jetzt kommt hier schon wieder so ein nerviger Zug hier rum. Der nervt mich. Der muss weg. Das gehört hier nicht her. Das muss abgeschafft werden. Das muss weg. Das stört mich beim Biertrinken. Ah, jetzt fährt hier noch so ein nerviger Zug hier rum. Der stört. Der Zug muss weg. Wo ist hier richtig weg? Guck mal, mein Zug kommt hier angerollt. Ich werde da jetzt einsteigen
Moin Leute, wir sind hier im Start. Zug, bitte Montagmorgen. In diesem Video habe ich auch mit meinem Bruder draußen gepennt und wir wurden dort belästigt. Und darauf, dass ich die Belästiger gefilmt habe, müsst ihr euch dieses Video auch noch geben, falls ihr dieses Video noch nicht kennt.